Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Also morgen sind wir eingeladen für einige Tage zu einer Bootsfahrt bzw. auf ein Hausboot nach Berlin. Und es ist ja so, Hausboot wollte ich ja schon immer gerne mal fahren. Ja. Und wann geht's denn morgen los? Ach, ich denke, dass wir so um 7 Uhr wegkommen. Genau. Wir schauen einfach, dass wir rechtzeitig loskommen. Wir haben jetzt eingekauft beim Edeka, so, weiß nicht, ich glaube Neukölln war das. Und wir haben jetzt einen richtig vollen Einkaufswagen hier versucht einzuladen. Hier hinten ist auch voll. Genau, hier haben wir 3 Tüten, da haben wir 2 Tüten, dann haben wir hier noch Wasser. Jetzt kann niemand mehr zustellen. Wir sind jetzt heute Abend, also heute Nachmittag, so um 2 sind wir angekommen und jetzt haben wir das Boot eingeräumt, ein bisschen Standheizung angemacht und gegessen, noch Kuchen und weiße Schokolade und Kaffee. Und jetzt machen wir noch eine kleine Wanderung und dann können wir nachher auch gleich schon kochen. City Marina Rummelsburg, mitten in Berlin. Mal sehen, morgen fahren wir da raus, Rummelsburger See glaube ich erstmal und dann raus auf die Spree. Und da unten ist unser Boot. Das heißt, wir sind jetzt gerade aus dem Hafen rausgefahren, nachdem wir da gefrühstückt haben, geduscht haben, Müll weggebracht. Da hinten ist es der Hafen. Genau, das sind wir gerade rausgefahren. Jetzt geht es einmal Richtung Regierungsviertel. Da schauen wir mal, wie wir es schaffen. Und da einmal versuchen wir Richtung Müggelsee zu fahren. Nein, wie heißt es? Wannsee. Richtung Wannsee zu fahren, Richtung Pauninsel. Da schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Wir haben eigentlich ein recht straffes Programm. Das heißt, wir wollen Sightseeing Berlin machen, das für ein Hausboot. Ich bin gespannt, wie das wird. Vorne, da fahren wir jetzt gerade durch. Opa ist am Steuer, macht das richtig gut und soll wohl die schönste Brücke Berlin sein. Wir können ja auch nur nachquatschen, was wir lesen, aber sie sieht mal richtig, richtig hübsch aus und die Durchfahrt ist in der Mitte, was man in der gelben Raute erkennen kann, die da ist und eine gelbe Raute haus, das heißt eben, dass in beiden Richtungen Verkehr möglich ist. Nach der Wende haben dann die Leute oder halt so Künstler oder an sich so Leute einfach die Mauer bemalt und das ist halt auch ziemlich, also es ist Sehenswürdigkeit hier. Und ja, also ich finde vom Wasser sieht man so alles ein bisschen übersichtlicher. Und da hinten war auch die Mercedes-Benz Arena und jetzt kommen wir wirklich in den Stadtbereich rein. Jetzt darf man auch nur mit Führerschein quasi hier rein. Also das Regierungsviertel. Jetzt kommt so die Innenstadt und das Regierungsviertel kommt dann nachher auch noch. Und da hinten ist der Alex und der Fernsehturm noch.
hier sieht, das noch zeigen. Ja. Haben wir gerade angelegt. Natürlich perfektes Manöver, wie immer. Das war wirklich sehr gut. Und was Tua jetzt macht, jetzt geht er zur Sprechanlage. Ja, dann machen Sie sich startklar, fangen wir direkt an. Ne? Das ist nett, vielen Dank. Welche Schlüssel? Vielleicht auch Backbord, ne? Eigentlich prinzipiell. Genau, also Mühlendammschleuse, jetzt machen wir eine Abwärtsschleusung, weil die Spree hier so rum fährt. Ja, es geht schon ein bisschen abwärts. Wir Wasser ab und dann geht's auf und dann sind wir eigentlich vor der Museumsinsel und im Regierungsviertel und was irgendwo alles drin steht. Beginnt dann der nächste Halt ist dann der Schiffbaudamm, wo wir anlegen wollen, um ein bisschen Brandenburger Tor, Holocaust-Denkmal und den Tierpark anzugucken. In Berlin und laufen jetzt so eine halbe Stunde, Stunde. Schiffbauerdamm. Da, vorher war kurz, habt ihr vielleicht gesehen, kam um die Museumsinsel rum der Spreekanal rein. Mhm. Da stand der Dom. Jetzt sind wir hier am Schiffbauerdamm und jetzt geht es die Spree weiter. Nachher haben wir einen Blick bei Schloss Bellevue, haben wir einen Blick auf die Siegessäule am Backbord, ja. Also links. Dann kommen nochmal zwei Spreeschlaufen, dann kommt ein Verbindungskanal rein. Und wenn wir dann ein Stück weiter noch hochfahren, die letzte nach der letzten bei Schloss Charlottenburg, bei ja. Der letzten Spreebogen, dann kommt die Schleuse Charlottenburg. Dann eins weiter, kurz halten und jetzt erst zurück. Also, wir fahren jetzt zwischen der Brücke. Zwischen dem Paul-Löbe-Haus, ich glaube das Paul-Löbe-Haus ist das hier, und das hier ist das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, es kann auch sein, dass es andersrum ist. Dann haben wir da hinten noch das Kanzleramt, da fahren wir aber nachher auch nochmal näher dran vorbei und jetzt fahren wir quasi einmal den Spreebogen entlang und links an uns ist der Spreebogenpark und da hinten taucht dann der Hauptbahnhof auf und nach dem Hauptbahnhof kommt dann das Berliner Stadtviertel Moabit. Genau, jetzt kommt der moderne Teil. Das Bundeskanzleramt von hinten, also von der anderen Seite. Ich wollte es ja, ja. Und das Bundeskanzleramt.
Bundeskanzleramt. Da ist ja momentan auch Merkel dann. Genau, jetzt fahren wir noch Richtung Charlottenburg, Richtung der Schleuse. Auf unserer Backbart-Seite sehen wir jetzt dann gleich Schloss Bellevue und die Siegessäule. Ja, wir warten jetzt vor der Schleuse Charlottenburg, weil in Berlin jetzt, also nicht in Berlin, aber weil die jetzt nur ein technisches Problem haben, sind es gerade durchgesagt. Geht aber nicht um Flughafen, sondern geht tatsächlich nur um die Schleuse. Und wissen wir jetzt nicht, was los ist. Die lassen die gerade ab und füllen sie wieder und lassen sie wieder ab und haben irgendein Problem. Deswegen ist hier auch auf Rot. Und sobald die so weit sind, würden wir uns wieder in die Richtung aufmachen. Mal gucken. Wir machen das Beste draus und essen einfach. Also die Jungs von der Schleuse haben uns gerade über so eine lustige Wechselsprechanlage informiert, dass leider die Schleuse heute aus technischen Gründen überhaupt nicht mehr funktioniert. Es ist leider, gut, es ist erst kurz vor 2:30, wir hatten noch vor, weiterzufahren Richtung Wannsee und Pfaueninsel und so weiter. Und das ist aber nicht möglich. Und ob sie es morgen hinbekommen, wissen sie auch nicht. Sie probieren es mal. Um 7 kommt das erste Team und versucht die Schleuse zu reparieren. Jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Entweder hier stehen bleiben und warten bis morgen oder die ganze Spree wieder in die andere Richtung zurück. Ist ein bisschen schade, dass wir einen anderen Plan hatten, aber so ist es. Man könnte die Spree natürlich nur aufwärts fahren. Danke für die Infos. Tschüss. Ah, schön, dass Sie uns informieren. Der Kollege hat noch nichts gesagt. Berlin, wir hatten in Berlin. Also er hat gemeint, ach, ist da wieder was kaputt? Und wird jetzt nicht damit rechnen, dass das morgen dann schnell wird. Okay. Und das ist ein Berliner, der kennt sich aus mit seinen Leuten. Also gut, aber dann ist doch klar, wir fahren jetzt zurück. S-Bahn. Guck mal, wie weit wir kommen. Müsste man noch ums Haus. Also eben bis Rummelsburg kommen wir schon. Dann ist es dunkel. Ganz so easy ist es nicht, da bei dunkel anzulegen. Das ist, kriegen wir schon hin, aber es ist total eng. Bis gleich. Wenn ich nicht auch noch ins Wasser fall. Mal schauen, wie das sich hier fällt. Sieht gut aus, Fahr. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Komm, unser Heck wird jetzt auch weggedrückt vom Steg. So, Schluss jetzt hier. Thank you.
dann kommt auch gleich die Rummelsburger Bucht. Und dann fahren wir jetzt ja schon dunkel, aber es ist gerade mal erst 16.56 Uhr. Heißt 4 Minuten vor 5. Und genau, dann legen wir da an. Bei Nachteinlegen wird jetzt ja auch mal sportlich. Ja, wobei, also ich glaube, für die Crew wird es nicht sportlich, aber halt jetzt für Papa, also für den Skipper. Weil es halt sehr eng ist dort und dann kommt auch noch die Nacht dazu, da hat man ja auch eingeschränkte Sehsinn. Das ist nur mal so zum Sehen, wir sehen ungefähr nichts so viel, aber wir sehen das ungefähr. Und so, das nur, wir schauen selber über die Kamera. Genau, und der Hafen ist gekennzeichnet eigentlich so ein schwach blinkendes grünes und rotes Einfahrtlicht, was so üblich ist, aber es ist wirklich echt wenig zu sehen und total stockfinster, nicht so wie der Kamera mit der Nachtlichtverstärkung. Aber es ist lustig, macht Spaß. Boah, von außen sieht man es aber besser. Ah.